Bei einem Messerangriff in einem ICE zwischen München und Augsburg ist ein Fahrkartenkontrolleur schwer verletzt worden. Der Schaffner konnte noch die Notbremse ziehen. In Althegnenberg bei Fürstenfeldbruck kam der Zug dann zum Stehen. Der Täter schlug eine Scheibe ein, sprang aus dem ICE und flüchtete. Die Fahndung läuft. Die Hintergründe der Tat, sie sind noch unklar.